Ja, sonst erst meistens aufstehen in der Region, der Paron hat es mir angesprochen. Ich glaube, seit Jahren sind wir jetzt schon unterwegs, seit 2008 ist eigentlich angefangen, also 2002 mit dem Hochwasser und so geht es da nie. 2008 war dann der erste große Einbruch, wie man dann gehört hat, es gibt eine Region dran. Ich glaube, die Region steht zusammen, viele Leute und auch die, die heute da sind. Ja, wenn der Uli auch so viel vorhanden mit dem Zug, wie man dann alle wieder redet oder auch wenn man links oben ist, was alles braucht, dann war das halt auch noch schön. Wir kämpfen schon echt lang drum. Wir haben schon zig Unterschriftenaktionen gemacht, wir haben die Landeshauptleitstellverbrecher, alle Landesräte schon immer gebracht, also gerade die Zukunft, Hein Adels ist ja da und Eder Helmut, Engleiter Thomas, also da sind ja wirklich Leute dahinter, die schon sehr lang dran sind. Wo wir gute Ideen haben auch. Es ist schon angesprochen worden von Robert, wir haben sich vor die Grünen nochmal überlegt, und so, wir machen eine Studie mit der FH St. Pölten, die lernen das, die machen das. Die haben uns jetzt ausgerechnet auf der Hofenbahn. Das war schon ganz eine alte Idee von dir, die halt lange mal verschwunden ist in der 7. S-Bahn. Da hat man sich dann festgehalten, da hat man gesagt, das ist die Lösung unter der Stadt durchgehen und am Hauptbahn auf einbinden, ist nichts geworden. Dann hat man sich so lange dahin gefreut. Und ich glaube, das ist einfach der Punkt, dass wirklich viele Leute schon total sauber sind. Viele Leute immer fahren. Ich weiß wirklich Leute, die sind bis vor ein paar Jahren immer mit dem Zug gefahren. Die sagen jetzt zu mir, Uli, sei mir nicht besser, ich fahre nicht mehr. Es geht sich nicht mehr aus, weil ich jeden Tag so lange auf der Strecke bin. Das ist natürlich ein irrsinniger Problem. Das, was mir hilft, und ich meine, ihr kennt es mir eh ganz gut, ich bin wirklich für die Vollbahn und ich stehe nach wie vor auch noch dahinter. Ich stehe wirklich so oft zwischen den unterschiedlichen Positionen, was wir im Land haben und in der Stadt haben. Es ist schon angesprochen worden. Es gibt die Eisenbahnbrücken, die ÖBB gibt die Hafenbahn nicht her, die Schienen. Das war nämlich auch schon die Überlegung, weil wir gesagt haben, beim Verhandeln, wenn man sich vom Land über Österreich die Regionalbahn übernimmt, dann sollte man auch gleich die Verbindung mitnehmen von der Eisenbahnbrücken bis dorthin auch vom Mühlkreisbahnhof und dann halt weiter, dass man dort weiterfahren kann oder Benutzungsgebühr gibt. Momentan drucken uns sowohl die ÖBB, als wie die Ministerin, als wie Stadt Linz, dass wir ja nicht da fahren können auf der Normalspur, dass wir ja eine zweite Schienenachsen-Schmalspur brauchen. Jetzt brauche ich und viele andere, die auch wirklich vor der Vollbahn stehen, im Druck von der Region weiterhin, dass man die Argumente, technisch ist alles möglich, und ich habe mir alles erklärt, es gibt auch Garnituren, wo man eine Straßenbahn in Aral eingibt, das haben wir beim Staat sich angeschaut, es gibt alles, man kann alles kaufen, man kann sich alles machen lassen, mit einem Sitz weniger pro Reihe geht alles. Man kann mit den Linz was umspuren, weil da braucht man auch, wo haben wir Probleme durchgekommen. Das ist nicht das Thema. Der Hausverstand ist ausgeschaltet. Und der Hausverstand ist da ein Stück wirklich unter Druck auch von dem, dass man sagt, man will in Linz den öffentlichen Verkehr verteuern. Und das macht auch einen Sinn, weil ich will auf mehrere Ebenen hinfahren. Und das ist das Thema, wo es nicht umsteigen die Linz auf den Opus. Kurvenstraßen kann mit Opus auch fahren. Also es gäbe viele Möglichkeiten. Nur da ist momentan ganz zart und da bin ich schon recht froh, um den Rückenwind, um das auch immer wieder zu bekräftigen, dass wir bei der Vollbahn bleiben, weil das einfach vom Hausverstand das gescheiter war. Wenn es wirklich alles andere zugesagt wird und der Vertrag schon fest ist, was ich nicht glaube, aber das ist das Wichtigste, dass wir uns nicht auffangen, dass Umspuren und unten auffangen und dann hört es wirklich in Flurzeug auf. Oder nur früher in Rote nicht. Das ist das, was wir alle fürchten und darum müssen wir da dranbleiben, solange es geht.